Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir die Welt, die niemals war, mit Rico und Sora betreten. Nur als Sora die Welt betreten hat, ist er direkt von Sigma angefallen worden und hat ja irgendwie erfahren, dass der andere silberhaarige Kollege hier hinter all dem steckt, was hier passiert ist. Und ja, dass Sora noch damals sein Herz aufgegeben hat und alles vorausgesehen hat und die ganze Zeit als voll wie ein Puppenmeister hier gemeistert hat. Egal. Warum ist hier Andenken noch neu? Was soll das? Spielinfo. Ach so, wegen Dings. Gut, ich möchte mal kurz gucken bei Fertigkeiten. Ich hätte gerne Dickschädel. Und der Tyrannosaurus hier hat. Jetzt ist das hier. So, 5 Link-Verbindungen, ey. 5 Stück, habt ihr das gelesen? Ey, 5. Wow, ach Dings, Hilfsboost, genau. Und haben wir mit ihm alles. Außer er hat noch irgendwelche Routen. So, Gruppe ändern dann. Wer hat noch geile Sachen zum Lernen? Kann ich irgendwas herstellen überhaupt? Kann ich einen Kiba-Tiger zum Beispiel herstellen? Nö, Schizophrant, was? Hey, den kann ich sogar echt herstellen. Und los, auch geile Sachen, glaube ich. Ja, ich muss mal irgendwann intensiv hier irgendwie gucken, wo ich einige Traumfragmente bekomme. Also, wie nenne ich dich? Ein Tiger. Shere Khan. Also, ich weiß nicht, wie da geschrieben wird. Shere, ich kann ja Shere Khan nennen. Nenne ich Khan. Der war doch ein Tiger, ne? Ja klar, der war ein Tiger. Noch irgendwas? Nö, okay. Also so viele Sachen hier finden. Ja, was hat denn der für Sachen? Ja, wäre doch gut, wenn der irgendwie gute Sachen hat. Erfahrungsboost. Oh, Erfahrungsboost. Dunkelspeise, Angriffskraft, den seine Dingens hier sind gut. Attacken hast, Attackenboost und alles was, aber ansonsten steiler Aufstieg. Okay. Da macht mich neugierig, was ist das? Dann sagt mir das auch direkt hier. Was? Ach so. Hier. Goofy Trombe. Okay. Wir haben irgendwie keine Wahl, als mit Rico hier zu spielen. Also ich meine, wir können auch direkt zu Sora wieder wechseln, aber ich muss mit dem Tyrannosaurus hier Sachen mich verbinden. Also ich glaube, so lange ist die Welt gar nicht mehr mit Rico. Ich weiß auf jeden Fall, wann der nächste wichtige Storypunkt kommt, deswegen will ich schon rechtzeitig aufhören, bevor wir mit Sora nicht irgendwie vor dem Ding stehen, vor dem letzten Weltboss. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich werde das schon irgendwie gut abtimen. Das habe ich nämlich nur gute Erinnerungen. Das sind wenigstens erinnerungswürdige Kämpfe gekommen. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich nur ein Gebiet hier. Ist das nicht schon das letzte Gebiet hier? Mit Rico? Kann ich mir nicht vorstellen. Wurf, wurf, wurf. Ich weiß nicht, welches Level angemessen wäre für die letzten Kämpfe. Vielleicht 50? Vielleicht ist schon 50 zu viel, ne? Weiß ich nicht. Ich habe immer noch nicht Glückspilz mit irgendjemanden. Ne, da ist noch ein Gebiet, okay. Da kommt noch was. Ich weiß nicht, ob man was bekommt, wenn man alle Schatztruhen findet, aber ich hoffe doch, wir bekommen irgendwas. Na, nein. Jetzt schon lohnen irgendwie. Okay, da kommt er.
letztlich muss aufpassen, ich dadurch kriegt währenddessen Schaden, glaube ich, ne? Ach, Stopp mache ich bei den Gegnern, stimmt, stand doch in der Beschreibung, glaube ich. Dann aber der, aua, die Sturzanzeige auf 2 ist, wenn wir relativ früh wieder zu Soa wechseln. Jetzt echt noch eine Truhe. Boink. Da war jetzt zwischen irgendwo noch was. Unbesiegbarkeitsframe. 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 Wenn die bekommen, wie blöd Schaden sehe ich gerade. Mir sagt aber irgendwie niemand hier, was ich machen soll, ne? Also ich bin hier mit Rico einfach nur, ne? Und ja. Mir sagt irgendwie hier niemand, was los ist. Also Rico sagt niemandem, was los ist. Was ist das? Boah. Aber bevor wir uns irgendwie auf dem Spielende hier zuwenden, würde ich auch erstmal die ganzen Spezialportale, die ich hier finde, erledigen. Es gibt ja nur 3 in dieser Welt, so wie ich das mitbekommen habe. Das wird halt nicht so lange dauern. Wenn ich die aufnehmen soll, ja, es sind nur 3, deswegen könnte halt relativ schnell gehen. Erste oberste Priorität ist erstmal hier alle. Mein Gott, geh doch mal weg. Ist erstmal hier alle Dinge zu bekommen. Oh Gott, ich muss entscheiden. Ja, die Viecher stürmen nur auf einen zu, ey. Mal nichts anderes. Cool, dann fängst mal hier, ey. Aber warum muss das? Warum muss dieses epische Dinosaurier-Viech so eine zertrampelte Katze klingen, ey? Wie eine Katze, auf der man drauf tritt, ey. Lift benutzen, ja. Wie viele Dinge haben wir? Und es wären noch 8. Wir haben eine irgendwo verpasst. Natürlich haben wir irgendwo eine verpasst. Ah. Also schaue ich mich da immer so. Nee, hier ist das noch nicht gut. Oh, ich dachte schon, wir sind hier, na, wo es wieder storymäßig weitergeht. Ich glaube, wir sind bei beim letzten Gebiet, ne? Ja, da oben, glaube ich. Oh, ich wollte Dings einsetzen, aber ich kann hier wieder nichts machen. Die Feuerwerke. Hallo, ich Silvester. Ich hasse Silvester. Wo ist das? Ja, nicht halb gelogen. Ich mag Silvester nicht. Silvester ist mir zu laut. Ich mag es nicht laut. Fress er das? Oh, ich habe keine Lust zu kämpfen. Meine Zeit läuft gleich schon wieder ab mit Rico, deswegen. Und jetzt wahrscheinlich das Spezialportal, ne? Jetzt bestimmt das, was ich machen muss. Sah irgendwie komisch aus. Ja. Ja, eigentlich ist das hier die voll kurze Welt mit. Ja, da ist schon ein Ende. Bin schon gleich fertig hier mit Rico. Warum ist denn die Welt hier so kurz, Mann? Na. Da oben ist schon der Punkt, wo wir Welt beenden können. Halt, aber was? Stimmt.
Warum ist eine Plattform, wenn hier nichts ist? Unser Gegner, ja, Gegner. Da ist eine Truhe. Wir eigentlich den gleichen Trick wie immer nehmen, um da hochzukommen. Aber den ja. Große Truhe. Viele Gegner. Heilsaurus Rezept, das sind diese einen Dinosaurier, nehme ich an. Dahin, nö. Da müssen wir gleich mit Rico ja noch verdammt noch mal letzte Truhe finden. So, und da hinten ist schon die Welt zu Ende mit Rico. Deswegen. Da habe ich eine verkackte Truhe schwer verpasst. Das darf einfach nicht wahr sein. Eine Truhe, Mann, wo ist denn die jetzt? Die müssen wir gleich auf Screen suchen. On Screen meine ich. So, jetzt gehe ich erstmal schlafen. Okay, machen wir weiter mit Sora. Diesmal wirklich. Wait, Your Majesty, Donald, Goofy. Huh? Wir haben unsere Kingdom Hearts 2 Klamotten an. Huh? Namine, is that you? Wait, Namine. I've got a message for you. I meant to tell you once this was all over. Huh? Who are you? Well, why am I... Well, hey, wait! You gotta wake up! Ja, bei Sora ist hier schon ein bisschen mehr los. Erst Namine, dann Shion, die wir auf diesem Kanal nicht gesehen haben, weil ich nie Dingens, warum habe ich das Viech? Weil ich nie Dingens hier in irgendeiner Weise gespielt habe, also Days. Ja, gute Frage. Dich haben wir, ne? Jetzt direkt die gleichen wie Rico. Hat jetzt auch keinen Sinn mehr. Ich habe in keinster Weise irgendwie Dingens hier gespielt. Die Gruppe noch erinnern. Boah, 358, 352. Boah, ich weiß halt noch nicht. Ich weiß noch nicht meine Zahl. Verdammt. Das Spiel, wo es um Roxas geht. So. Und wo Shion auftaucht. Kennt man doch, ne? So, Flammenattacke. Aber ich mache mir 50 Schaden, ne? Anscheinend ja. Habe noch nicht das Schlüsselschwert ausgerüstet. Ich soll vielleicht mit Sora ein paar bessere Angriffe ausrüsten. Ja, Magiewert ausgezeichnet. Müssen wir überlegen, Tiger, los, mein fertig. Scherkan. Wurf. Wurf. Ma. Weg doch mal. Danke. Gut. Alles gezeichnet. Dann gucken wir mal hier bei Kommandos. Und bessere Sachen hier ausrüsten, würde ich sagen, ne? Weil irgendeinen geilen Zauber, den nur Sora ausrüsten kann. Außer Funkra oder Funka. Goofy Trombe.
und irgendeinen Angriff am besten, den du so rausrüsten kann. Perforieren, ja. Passt, ne? Ein neuer Angriff mit Zora. So, ist das das Spezialdingen? Die werde ich beim ersten Anlauf wahrscheinlich sowieso nicht schaffen, aber... Diese Dornen, ne? Was, bei Zora ist das anders? Rico ist halt Illusionsdingen und bei Zora ist das Albtraumdingen. Also kleiner Throwback zu Kingdom Hearts 2, wo wir im Kampf gegen Xemnas dieses Gebäude zerteilt haben. Wow. Ja, wir tun mal in der Stadt spielen, im Gegensatz zu Rico, welcher in dem Schloss von der Organisation 13 hier spielt. Ist hier oben überhaupt was? Also ja, Rico ist tatsächlich so hat. Also Rico Schloss, Zora Stadt. Erlösung. Oh, den könnten wir ausrüsten. Ich glaube, der Angriff ist nicht so gut, weil wir dann angreifbar sind. Ja, genau so. Und sagen, wenn ich da jetzt dran gehen. Lass das Spezialportal sein. Er hat den Simsalabin Symphonie, ey, die ganzen Spezialportale, die waren höllisch schwer. Wenn die ja wahrscheinlich noch schwieriger sein, ne? Spezialportal, natürlich ist das ein Spezialportal. Boah, die werden sowas von schwierig. Oh Gott. Wenn wir die alle hier runterschmeißen, dürfte das eigentlich vollständig sein. Oh Gott. Boah, guck sich das mal an, gegen was ich hier kämpfen muss. Und wir haben auch noch harte Angriffe, ne? Darf ich euch nicht alle hier runterschmeißen, das wäre viel einfacher. Vor allem könnt ihr mal auf meine anderen Viecher hier losgehen, ne? Müssen nicht alle noch losgehen. Geil geworden. So, war jetzt nicht so schwer wie in Simsalabin Symphonie bisher. Ja, das könnte vielleicht sehr gefährlich sein. Oh, ja. Das war es einfacher. Sagen wir jetzt nicht, ihr seid immer ihr alle runtergefallen, ne? Jetzt alle da unten, ne? Ja, so Bonus Erfolg auch schon. Ich habe mich noch nie so weit von so einem Portal wegbewegt. Das ist der letzte Viech. Da bin ich blöd, wenn die einfach so abhauen. Loset. Ja, meine Viecher, die kämpfen noch gegen was. Wo denn? Ja, meine Güte, wie weit bist du denn hier weg? Aber ja, da ist voll stark, ey. Wer da hinten kommen gleich jetzt noch mehr Viecher. Ja, ewig dauern. So, ein von drei Spezialportalen schon mal geschafft. Gut. So, jetzt noch mal hier den ganzen Weg durch die Gegend rennen. Jetzt am besten nicht verrecken, weil sonst kann ich das Spezialportal, glaube ich, noch mal machen. Ne, darauf habe ich keine Lust. Ah, ich war gerade die Karte aufrufen.
Und jetzt eigentlich wagen. So. Na, was wollt ihr? Oh. So, da war ihn fertig. Komm, kau ihn kaputt. Oh, oh mein Gott, sie sind noch Viecher. Oh. Noch jemand was? Okay, ich will mal Erlösung ausrüsten. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen besser als Goofy Trombe. Wie gesagt, jetzt wieder finde. Ist Erlösung ein Angriff? Nee. Erlösung ist ein Angriff. Ich möchte aber nicht dafür links, ja. Einen magischen Angriff und ein Dings. Ey. Ich bin halt so. Was? Boah. Boah. Ja, auf den Arm nehmen. Oder ja. So. Hier kann man was put machen. Das war, glaube ich, in der 3DS-Version nicht so. Hat hier einmal in der 3DS-Version waren bei jedem Charakter so Ketten. Aber hier scheinen bei so also Dornen zu sein. Und da ist das Schloss. Ich kann eigentlich nachgucken, wie viel Schätze wir schon haben. Weiß mit sich doch. Warum habe ich mit Zora den Tauchmodus noch nicht? Wird die Nummer zwar sind da bin Dinge nennen, da will das mal der Raster Paradies der bösen Buben. Muss ich alle noch mal machen oder was? Weil mit Rico habe ich wahrscheinlich schon mehrere wiederholt, weil ich die nicht beim Anhieb immer geschafft habe. Habe ich immer noch nicht geguckt, wie viel Schätze wir haben. Aha. Wir brauchen noch, wir haben erst zwei. Was? Wir haben nur zwei? Ich glaube, ich habe ja. Was? Ja, ich hätte schon mehr eingesammelt. So, ich muss jetzt noch mal da hochgehen. Wollt mich? Aber meine Frage ist jetzt, wie soll man denn sonst da oben zu den Wolkenkratzern hinkommen? Die spitze Wolkenkratzer. Was mit diesem Trick hier? Mann, sonst gibt das Spiel doch immer so eine Hilfestellung, so wie man am besten irgendwo hochkommt. So, wir wissen, du hast es nicht so mit freien Fluss, deswegen haben wir eine Abkürzung geschaffen für dich. Scheint in dem Spiel hier in dieser Welt nicht so zu sein, so ein Gefühl. So. Ja, wie soll man denn sonst hier hochkommen und diesen Trick zu benutzen? Ne? Ja, ich kenne den Trick, also mache ich das auch. Ich benutze schon ein ganzes Spiel lang, also mache ich dann auch. Weil nee, man hat ja mit so gleiten, ne? Stimmt. Ach so wahrscheinlich, ne? Und sagen, ich kann nicht, kann mir nicht vorstellen, das Spiel von einem erwartet, von da und diesen Trick hier benutzt. Ich will gerne so die Geschichte von dieser Welt wissen. Welt, die niemals war. Warum die Stadt hier so aussieht und so. Da hinten nicht schon direkt am Ende von der Welt. Wir sind da gleich mit so auch schon fertig. 10 Schätze noch.
Mein Leiden wäre schon ein Ende mit Zora. Heftig. Dann werde ich wahrscheinlich auch den ganzen Spezialportal schon mal machen. Ja, mal gucken, ob dann irgendwie, weiß ich nicht, schon so andere Sachen schon zur Verfügung stehen. Optionale Sachen. Weil es gibt noch ein paar Sachen, die man erledigen kann. Ich meine, es wird noch irgendwie ein Speicherpunkt kommen, bevor wir irgendwie komplett hier Endboss geschickt werden dieser Welt. Ich meine, hier kommt eine Cutscene, oder? Come on, wait up. Who are you? You're Roxas. How can you be here? Am I dreaming? Bin ich in der träumenden Welt? Come on, say something. This could have been the other way around. Huh? But it really has to be you. What do you mean? There are so many hearts that are connected to yours. You're me, so you can feel what I felt. No. Roxas, you're you. We're not the same. I wanted to tell you that. That you deserve as much as I do to be your own person. Sora, see? That's why it has to be you. Warum war der Gesichtsausdruck von Roxas so diabolisch? Das ist mir schon früher aufgefallen. So hat irgendwie so voll Schmerzen oder irgendwie sowas. Roxas so, ja, leide. Leide. Sora, leide. Habaduba. Okay, das war ein bisschen unpassend. Entschuldigung. Did they cause all this pain? What do you want me to see? Don't chase the dream. They'll leave you nowhere. Just to an abyss you'll never be able to wake up from. Wir scheinen sehr spontan die Kleidung zu wechseln, was das wohl zu bedeuten hat. So, hier müsste aber das letzte Gebiet sein, oder? Ich glaube ja. Machen wir das hier noch. Wenn wir Zeit haben überhaupt. Wir switchen gleich schon wieder zurück zu Rico. Ah. Die Gebäude sind aus Gummi. Wow. Ja, ne. Müsste auch Paragleiter mal bekommen. Bin mir schon gespoilert hier von dem Spiel. Hallo? Hilfe. Alter. Nirgendwo in der Truhe. Glaube ich, tue mal einen Bäcker oder so. Ausrüsten, ich muss die ja unbedingt ausrüsten. Einsetzen. Ich würde gerne hier die Welt abschließen. Also kurz, so gut wie mit Sora. Kann ich mich offscreen schon so ein bisschen vorbereiten hier. Oh Gott. Vielleicht alle restlichen Traumfänger schon mal herstellen oder irgendwie sowas, damit wir nach und nach alles schon mal erledigt haben.
ja, alle Fertigkeiten hier so bekommen, aber nicht überleveln. Nee, dann tue ich wieder rechtzeitig Erfahrungs Dingens hier abstellen. Ich glaube, Level 45 müsste schon reichen, ne? Wir sind 41, Rico ist glaube ich 42, ne? Ja. Ich glaube, Level 45 müsste reichen so. Ich meine, wir sind eigentlich jetzt schon gut genug gelevelt, aber ich schade so ein ganz kleines bisschen. Albtraumbrecher. Ja, so Level 45 reichen, würde ich sagen. Vielleicht ist es ja auch schon zu viel. Weil ich möchte schon so eine gerade Zahl haben, so eine halbwegs gerade. Okay. Ah, Sakanum, hey, gibt's da auch noch? Was soll ich dann ausrüsten? So, ich möchte jetzt nicht unnötig mit euch hier Zeit verschwenden. Rico werde ich dann vor dem nächsten Part hier die letzte Truhe hier finden. Verdammt. Bestimmt nur hier irgendwie so eine kleine Truhe irgendwo ist, ne? Boink. Ich bin schon wieder so close up von den beiden. Muss ja überraschend auf das Realitätswandel einsetzen, ne? Boah, regt mich so auf, dass wir eine Truhe mit Rico verpasst haben. Kann einfach nicht wahr sein, ne? Nein, ist ein Speicherpunkt irgendwo, ne? Sieht nicht so aus. Nö. Ich weiß, dass da das Ende ist. Ich erkenne das Ende, wenn ich davor stehe, glaube ich. Ich will nicht kämpfen. Da ist ein Wolkenkratzer auf mich zugeflogen, da musste ich reagieren. Wenn die Animation nicht immer so lange dauern würde. Welche Gegner auch erledigt? Oh, 5 haben noch gefehlt, habe ich gesehen. Bum, bum. Wer zur Sicherheit jedenfalls zum Speicherpunkt zurückkehren. Ja, ich hab schon gerade geflogen. Ja, komm, lass uns dann angreifen, ey. Ich bin nicht mal getroffen, ey. Nicht das Spezialding sein, warte mal schon. Kann ich ja was kaputt machen? Ich glaube, ich konnte hier auch was kaputt machen, ne? Ja, das ist ein Wolkenkratzer nur. Ja, lass mich lieber von dem Wolkenkratzer treffen, ne? Was ja wesentlich so viel Zeit. Er trifft mich noch nicht mal. Da kommt ja kein Speicherpunkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier noch ein Gebiet kommt mit... Ja, ich habe die letzte Truhe. Okay, ich würde sagen, an der Stelle kommt... Ja, das Ende von Zoras Welt. Aber ich habe schon alles so vorausgeplant, wie das hier ablaufen wird. Oh, das ist noch eine Truhe. Und ja, bis zum nächsten Part werde ich... Ich werde jetzt erstmal zum Speicherpunkt zurückkehren mit Zora. Und die restlichen Truhen finden. Und... Im nächsten Part werde ich dann hoffentlich schon alle Spezialportale hier in dieser Welt erledigt haben. Also nur 3 Stück sind zum Glück. Ich werde alle Truhen haben
Vielleicht werde ich alle Geister hergestellt haben, hergestellt wenigstens. Und ja, schon ein paar andere kleine Sachen, die jetzt nicht so wichtig sind. Ich müsste dann mal ganz kurz gucken. Ich werde wahrscheinlich ausgehen, mal in dieses ein Gebiet hingehen und zu gucken, ob da ein Speicherpunkt ist. Und dann ja. Aber ich glaube, wenn man das Gebiet betritt, dann geht schon ja direkt alles weiter. Und das will ich dann nicht. Jedenfalls werde ich ein bisschen vorbereitet sein im nächsten Part. Und ja, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.